Meine Stimme geht rein wie ein Räuber ins Bankgebäude. Du hast gedacht, ich hör auf, tut mir leid, nicht heute. Wie in einem Labor, erwacht, reiß ich die Schläuche aus meinem Körper und lauf durch die Quarantäne-Schleuse. Aminosäuren generieren neue DNA und stellen wie meine Texte ein Gesamtkunstwerk dar. Wie ein Virus, ein dich infizierender Parasit. Läuft der Beat, bis du die Welt durch meine Augen siehst. Sag mir, wer bringt noch Lyrik, voll Philosophie. Alles nur oberflächlich und so deep wie Fahrstuhlmusik. Du hast Zweifel, was dieser Interpret dir grad serviert. Ob ich böse bin, weißt du nicht, wie bei einem Krebsgeschwür. Denn meine Tracks bringen das Dunkle ans Licht. Deshalb heiß ich Karfik, weil es deinen Kopf fickt. Wie ein Geistlicher rap ich die Hook am Altar. Und die Messdiener nicken im Takt, wenn ich sag: Kannst du das Monster ertragen, das ich aus der Tiefe hol? Es wird Zeit für die Wahrheit, genug der Illusion. Und sie folgen mir, Geiselnahme mit dem Mikrofon. Denn sie lieben, was ihnen schadet, Stockholm-Syndrom. Wie der Papst lach ich, doch bin der Teufel in Person. Widerstand ist zwecklos, keine wählbare Option. Und sie folgen mir, Geiselnahme mit dem Mikrofon. Denn sie lieben, was ihnen schadet, Stockholm-Syndrom. Eintritt frei, in diesem fremden Schattenreich. Deine Karte hat dir diesen Ort vorher nicht gezeigt. Doch hast du ihn betreten, dann gibt es kein Zurück für dich. Man verhandelt nicht mit Terroristen, sondern unterwirft sich. Gefährlich wird der Mann, der vor Schmerzen lacht und nach mehr fragt, weil er nichts zu verlieren hat. Nenn mich weltfremd nur, weil mir dein Weltbild nicht passt. Doch du schaust durch einen Filter, bist ein Blinder ohne Macht. Und es geht weiter dort, wo das letzte Album endete. Das hier ist ein Manifest, ich verkünde es. Und du sagst, du hast Blut geleckt. Doch die Frage ist, ob man den Aasfressern was vom Kadaver übrig lässt. Also weg hier, denn das ist mein Revier. Du bist nur ein Teenie-Emo-Rapper, hast nicht die Essenz in dir. Und sie folgen mir, Geiselnahme mit dem Mikrofon. Denn du liebst, was dich zerstört, Stockholm-Syndrom. Kannst du das Monster ertragen, das ich aus der Tiefe hol? Es wird Zeit für die Wahrheit, genug der Illusion. Und sie folgen mir, Geiselnahme mit dem Mikrofon. Denn sie lieben, was ihnen schadet, Stockholm-Syndrom. Wie der Papst lach ich, doch bin der Teufel in Person. Widerstand ist zwecklos, keine wählbare Option. Und sie folgen mir, Geiselnahme mit dem Mikrofon. Denn sie lieben, was ihnen schadet, Stockholm-Syndrom. Eintritt frei, in diesem fremden Schattenreich.